Tatsache ist, alle Kandidaten, die hier heute auftreten im großen ersten Halbfinale in der Live-Show, die haben alles richtig gemacht bei den Castings und lüften nun ihr Geheimnis. Allerdings ist es eigentlich nicht nur eines, es sind 7 Geheimnisse, die wir jetzt lüften. Auch heuer kamen wieder tausende Bewerber aus ganz Österreich zu den Castings, um ihre große Chance zu nutzen. Doch nur eine Handvoll von ihnen hat es bis ins heutige Halbfinale geschafft. Wahrscheinlich, weil sie sich an die 7 goldenen Casting-Regeln gehalten haben. Und hier sind diese 7 goldenen Regeln. Regel Nummer 1. And we can build our dreams. Liebe Sänger, nehmt euch Hintergrundmusik für euren Auftritt mit, denn eure Stimme wirkt nicht zwingend besser, nur weil man sie alleine hört. I fear everything on you, baby, baby. Fill my heart with song and let me sing forevermore. I'm still in love. With everything I hate, everything you do. Regel Nummer 2. Wenn ihr euch vor dem Auftritt mit wildem Gezappel warm machen wollt, kein Problem. Aber tragt wenigstens Unterwäsche und oder klebt euch eure Kleidung irgendwie fest. Wobei, warum eigentlich? Vergesst diese Regel wieder. Ist so viel lustiger. Nein, ich hab's verpasst. Regel Nummer 3. Das Mädchen meiner Träume, ich steig auf Berge. Versucht nicht mit billigen Tricks von etwaigen Defiziten abzulenken. Die Jury kennt sie mittlerweile alle. Wenn eure Performance also nicht ganz so toll ist, bringt es zum Beispiel nichts, einfach mal das Bühnenlicht abzudrehen. Du wolltest darüber, ja. dass du nicht der krasseste Rapper bist, wolltest du den wegtäuschen mit Schwarzlicht. Na, cool. Ja, oder? Genau. Cool, voll cool. Und, cool. Ja, ist dir nicht so richtig gelungen. Aber es ist ein bisschen gar finster, oder? Dass man vom Herrn nichts gar mehr nichts sieht. Die Stange hat geleuchtet. Wie spektakulär findest du das jetzt selber? Ja, ich finde schon leibend. Regel Nummer 4. Noch weniger als Licht aus bringt es, wenn ihr euch selbst das Augenlicht nehmt, um Eindruck zu schinden. Sieht nur noch bescheuerter aus. Regel Nummer 5. Soll das Wasser sauber sein? Wenn ihr die Welt retten wollt, umarmt einen Baum oder spendet Geld. Denn auf der Bühne der großen Chance haben sich solche Botschaften noch nie wirklich entfalten wollen. Ja, sauber soll es sein. Kann aber natürlich auch am teilweise wirren Wesen der Botschafter liegen. Bei einem Bier vor der Television und tun, dass ich stehe, in die Sender fischen. Und mir ist eigentlich wurscht, ob es einem Bären oder mir gefällt. Hauptsache in meinem Kühlschrank, da bleibt das Bier kalt. Mir ist schon klar, seit ein paar Jahren, da ist das schon aus mit der Klimaverschmutzung und so weiter. Mir ist schon klar, seit ein paar Jahren. Regel Nummer 6. Was auch immer passiert, lasst bitte eure Eltern aus dieser Sache raus. Denn eine schlechte Bewertung ist eine schlechte Bewertung. Da wird euch auch Mama nicht raushauen. So Mama, hast du ihm gesagt, dass er das gut macht? Yeah. Also da haben sie ja nicht so aufgeregt, sagen wir mal so, und da ist er wahrscheinlich aufgeregt. Ja, ich finde aber trotzdem, dass du ihn davor hättest bewahren sollen. Ja? Regel Nummer 7. Last but not least, ein wirklich guter Tipp. Überlegt euch etwas, das absolut niemand kennen kann oder jemals gesehen hat. Also etwas wirklich Neues. So viel Kreativität wird fast immer irgendwo honoriert. Ich liebe deine Gefühle.
Also, bei uns, bei mir im Viertel machen wir das so. Rufst du für mich an, rufe ich für dich an. Mein Freund. Hast du einen Plot von mir? Sie sind beleidigt. Schau, wer da geht. Jetzt ist er beleidigt. Wir fragen nach bei einem absoluten Profi, Peter Rapp. Was gibst denn du unseren Kandidaten mit auf ihrem steilen Weg Richtung Erfolg? Ist das dein Ernst? Okay, aber wie auch immer. Ich denke, das erste Mal und die erste Voraussetzung sind gute Nerven. Wenn du rauskommst, solltest du gute Nerven haben. Wer sie nicht hat, dem sieht man das sofort an und diese Unsicherheit verzeiht das Publikum nicht. Wir alle, wenn rausgehen, tun so, als ob wir unheimlich cool sind. Tatsächlich kostet es immer viel Kraft, überzeugend zu wirken und das rüberzubringen. Übrigens, der Letzte, der da gesungen hat, der offensichtlich beim Publikum besonders gut angekommen ist, der hat etwas gemacht, was gar nicht so einfach ist. Der hat Vierteltöne gesungen. Ich weiß nicht, ob er das weiß, aber das ist schwer. Hat er Zufall, das war Zufall. Das war, ja, nur, das war reiner Zufall, dass er die gesungen hat. Und das Zweite, was... Das Zweite, was einem die Arbeit hier erleichtert, ist, man kann natürlich auch das Publikum beobachten. Du spürst schon, der Karl Marx hat gesagt, es gibt eine Intelligenz der Massen. Und du spürst schon, ob die Leute es jetzt ganz blöd finden. Und wenn du mit den Leuten nicht zurechtkommst, schaust dem Sido in die Augen. Ja, das hilft ganz sicher. Nein, das gibt ja immer den Rest. Aber sag mal, weil du gerade vorher von Lampenfieber gesprochen hast, bist selbst du nach wie vor nervös und aufgeregt, bevor du da irgendwie... Wieso nach wie vor? Ich weiß überhaupt nie. Nie? Das ist ich habe einen genetischen Defekt. Sowas wie Lampenfieber oder Nervosität habe ich nie gekannt. Wenn was schief geht, bin ich der Erste, der am Boden sitzt vor Lachen. Wirklich wahr. Also Humor ist das, was hilft, Sido? Das hat mit Humor nichts zu tun. Ja. Humor ist das, was hilft und dann Übergang zu mir, Überleitung zu Sido. Hast du dich jemals an Regeln gehalten? Hast du dich jemals an Regeln gehalten, wenn wir gerade bei den goldenen Regeln waren? Ja, hier und da mal. Ich gehe nur bei Grün über die Straße zum Beispiel. Immerhin, ich glaube, das verdient dann einen Applaus. Bist du ich zum Beispiel nicht?